Einstein wird Ihnen präsentiert von Toyota Hybrid. Man könnte fast meinen, ich sei auf Safari, aber ich bin nicht in Afrika, sondern am Zürichberg, in der neuen Lewa-Savanne vom Zürcher Zoo. Bei uns erfahren wir heute, wie Zebra, Giraffe, Nashörner und Co. hier angekommen sind und wie viel Afrika tatsächlich in dieser Zürcher Savanne steckt. Herzlich willkommen bei SRF Einstein auf YouTube. Schön, sind ihr mit dabei. Die Lewa-Savanne. Die neueste Attraktion im Zürcher Zoo. Wir fragen, wie schafft man es, ein Stück Wildnis hierher zu holen? Also spätestens da muss ich merken, dass ich in Afrika bin. Doch wie plant man so etwas? Und wie verfrachtet man die Pflanzen? Und die exotischen Tiere auf dem Zürichberg? Und kann so ein Zoo einen echten Lebensraum überhaupt nachbauen? Um das herauszufinden, reisen wir zum Vorbild nach Afrika. In das Lewa Wildlife Conservancy in Kenia. Lewa hat eine enorme Seele, die geht unter die Haut. Einstein über ein Zooprojekt, das die Schweiz so noch nicht gesehen hat. Nach 2,5 Jahren ist sie fertig, die neue Lewa-Savanne. Sie verspricht afrikanisches Feeling. Vor allem natürlich wegen der afrikanischen Wildtiere, die hier neu zuhause sind. Die Idee für diese Savanne ist schon alt und stammt von Alex Rübel. Was war denn damals vor rund 30 Jahren Ihre Vision gewesen, mit Blick auf diese Savanne? Meine Vision war, dass man mit den Tieren, die wir hier haben, die Besucher eigentlich verbinden mit den Tieren in der Wildnis. Und das ist mit verschiedenen Objekten. Also wir haben das mit dem Regenwald, Masoala, mit den Elefanten in Thailand und dann eben auch mit der Savanne, wo natürlich viele Leute identifizieren mit dieser Wildnis. Und darum war die Savanne auch so wichtig. Wo der Alex Rübel dort mal Zoodirektor geworden ist, hat der Plan für die Lewa-Savanne tatsächlich schon so gut wie in der Tasche gehabt. Unser Ziel ist, ein Lebensräum zu gestalten, wo man das Verhalten von den verschiedenen Tierarten untereinander zeigen kann. Zum Beispiel in dieser Madagaskar-Halle oder zum Beispiel auch in der Savanne, wo nachher sollen Zebra und Kudu miteinander leben, mit Giraffen, aber im gleichen Lebensraum auch Hyänen, um so die Zusammenhänge auch einen Besucher bei uns können darstellen. Was ist der Zeithorizont für die Projekte? Also die Projekte, die wir jetzt geplant haben, die gehen bis ins Jahr 2020. Ist also recht gut aufgegangen mit der Planung, würde ich sagen. Ja gut, das war natürlich ein Wunsch dazumal. Das war noch eine Planung, weit weg. Aber schon war mir wichtig, dass man weiss, in welche Richtung man geht. Dass die Leute wissen, mein Vorstand, aber auch alle Besucher wissen, wie sollte so sich weiterentwickeln. Und es ist natürlich toll, dass das jetzt geklappt hat. Jetzt ist das Coronavirus noch dazwischen gekommen. Wie geht es eigentlich den Tieren im Moment? Ja, das ist speziell. Sonst, wenn viele Leute da sind, dann kommen die Leute nicht mehr. Und jetzt können wir schauen. Man merkt, dass sie Besucher ein bisschen vermissen. Die gehören zu ihrem Leben. Die sind alle in einem Zoo aufgewachsen, entweder bei uns oder in einem anderen. Besucher gehört für sie zur Umgebung. Das ist jetzt so ein bisschen neu, aber das ist auch mal ein bisschen etwas anderes. Aber das gehört auch dazu. Was erhoffen Sie sich, jetzt, wo das Projekt fertig ist und anfängt offen zu sein, dann auch für die Leute? Ich erhoffe mir natürlich, dass die Leute zuerst einmal Freude haben. Denn die Freude ist letztlich das Wichtigste für die Motivation, sich für die Tierwelt einzusetzen. Die Tiere sind Lebewesen und dass wir da die echten Lebewesen zeigen können, das ist, was die Leute motiviert. Eine gewisse, ich sage mal, Inspiration hat Ihnen natürlich auch die echte Lewa-Savanne in Kenia gegeben. Sie waren selber auch schon dort. Was macht der Ort aus? Ja, es ist natürlich ein wunderschöner Ort und die Weite und wo man die Tierwelt noch da hat. Und ich glaube, wenn wir die Tierwelt verlieren
auf unserer Erde, dann verlieren wir sehr, sehr viel. Auch als Menschen verlieren wir da sehr viel. Und ich glaube, es lohnt sich immer, sich für Tiere einzusetzen und die Tierwelt zu halten. Der Zoo Zürich unterstützt darum seit Jahren finanziell die Echtlebensavanne in Afrika, wo weltweit als Pionierprojekt für die Erhaltung der Wildtiere gilt. Hier will ich mehr erfahren. Und reise darum von der Lewa-Savanne zu Zürich ins Lewa Wildlife Conservancy im Norden von Kenia. Dort mache ich mich auf den Weg mit dem Mann, der das Reservat aufgebaut hat, der Ian Craig. Er zeigt mir heute, was für eine Idee hinter dem speziellen Schutzgebiet steckt. Mit dabei ist auch seine Enkelin, die gerade bei ihm Ferien macht. Mich nimmt's Wunder, was das Reservat ausmacht und auch, wie er, der hier die echte Natur hat, über die Zoos denkt. Der Kern dieses Gebiets war bis in die 80er Jahre noch eine riesige Rinderfarm. Dann hat Ian Craig sein Farmland zu einem Schutzgebiet für bedrohte Wildtiere umgestaltet. Zuerst für die Nashörner, die dort mal rücksichtslos gewildert worden sind. Mittlerweile für diverse bedrohte Tierarten, wie Grevy-Zebras, Elefanten oder Giraffen. Tierpopulationen und der Park sind stetig gewachsen. Seit 2013 ist das Gebiet UNESCO-Weltnaturerbe. Nashörner dort hinten. Nashörner, mit denen hat alles angefangen. Sie sind mir und Craig enorm ans Herz gewachsen. Ich spüre richtig, wie es ihn auch nach all diesen Jahren noch berührt, wenn er die seltenen Tiere sichtet. Ist die Spitzmaul-Nashorn das speziellste Tier für Sie? Ja, weil mit ihnen alles begann. Aber auch wegen ihres Temperaments. Es sind sehr komplexe Tiere, die einen riesigen Einfluss auf die ganze Lewa-Savanne haben. Seit über 20 Jahren unterstützt der Zoo Zürich Mian Craig sein Tierschutzprojekt. Und in all diesen Jahren ist eine enge Verbindung gewachsen zwischen dem Zoo und der Savanne zu Kenia. Das Wertvolle an unserer Partnerschaft ist, dass wir die gleichen Visionen haben. Über die Jahre haben wir, teils durch Zufall, teils durch Freundschaften, gemerkt, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Der Zoo Zürich will die Leute in der Schweiz auf die Erhaltung der Tiere und den Naturschutz aufmerksam machen. Und genau das machen wir hier auch. Lewa has exactly the same. Das Lewa hat Lewa so etwas wie eine Seele? Like a soul? Lewa hat eine überwältigende Seele. Das geht unter die Haut. Ich arbeite nicht für Lewa. Ich lebe für Lewa. Ich liebe Lewa. Und jede einzelne Person, die Teil dieses Projektes ist, ist mit Leidenschaft dabei. Sie tun das, weil es ihnen wirklich wichtig ist. Er hat ein unglaubliches Feuer, der Mann. Und je länger ich die atemberaubende Tierwelt sehe, die starken, würzigen Gerüche dieser Landschaft aufsauge, desto mehr verstehe ich, was er meint, wenn er von der überwältigenden Seele von Lewa redet. Die Wildtiere so nahe, das berührt mich, macht mich ehrfürchtig vor der Natur. Hier können die Tiere noch leben, wie es die Natur vorgesehen hat. Also eigentlich das pure Gegenteil von einem Leben im Zoo. Würden Sie eines von diesen Tieren hier in den Zoo geben? Wenn es wirklich einen guten Grund dafür gäbe, dann würde ich das unterstützen. Nicht um sie einfach anzuschauen, sondern wenn damit das Überleben einer Tierart gesichert wird. Gute Beispiele gibt es ja. Gerade heute Morgen habe ich auf BBC von blauen Papageien in einem Zoo in Deutschland gehört, die jetzt in Brasilien ausgewildert werden. Klar, sowas unterstütze ich, um eine Tierart vor der Ausrottung zu bewahren. Glücklicherweise stammen die Tiere, die heutzutage in Zoos kommen, praktisch nicht mehr aus der Wildnis. Zurück in Zürich. Wir sind dabei, als die ersten Bewohner der Lewa-Savanne angeliefert werden. Auch sie stammen nicht aus Afrika, sondern aus anderen Zoos.
Netzgiraffe Jahi beispielsweise stammt aus einem Zoo in Amsterdam. Die Breitmaul-Nashörner kommen aus Israel. Im Container per Luftfracht. Vorangegangen ist bei allen Tieren eine strapaziöse Reise. Rückblick. 6 Uhr morgens. Soeben trifft Giraffe Jahi von Holland kommend an der Schweizer Grenze ein. Wie hat sie die Reise bis dahin überstanden? Tiertransporter Davy Smith schaut noch mal nach ihrem Befinden, bevor er sie den Zollbeamten vorführt. Alles sieht gut aus. Sie sieht fit und aktiv aus. Ich sehe keine Wunden. Ich bin glücklich mit ihr. Dann wird die spezielle Ware von den Zollbeamten inspiziert. Mit einem Lesegerät überprüfen sie den Chip, der das Tier zweifelsfrei identifiziert. Also jetzt in dem Fall konkret gehen wir schauen, ob das effektiv ein Giraffe in dem Ding ist oder ob nicht ein anderes Tier drin ist. Und ob allenfalls noch andere Waren drin sind, die eben nicht dazugehören, Schmuggelware und so weiter. Und wenn das alles korrekt ist, was beim Zürcher Zoo eigentlich anzunehmen ist, dann kann man wieder zufahren. Okay, thank you very much. Alles scheint in Ordnung zu sein. Jahi ist die ordnungsgemäße Ladung. So nimmt der Transport die letzten Autobahnkilometer nach Zürich in Angriff. 20 Uhr Flughafen Zürich. Der Extraflug aus Tel Aviv mit den 4 Nashörnern ist soeben gelandet. Und Zoodirektor Alex Rübel lässt es sich nicht nehmen, die großen Tiere höchstpersönlich zu empfangen. Ja, das ist natürlich einer der grössten Momente jetzt im Hinblick auf die Lewa-Savanne. Die Nashörner sind eigentlich die wichtigsten Tiere in dieser Savanne. Wir machen ja das letztlich, um die Nashörner dort zu erhalten in Lewa, in Kenia, zusammen mit der Grevy Zebra. Und darum ist das natürlich ein ganz grosser Moment, wenn die jetzt hier eintreffen als Botschafter für die in der Wildnis. Und hier kommen sie, ordentlich verpackt in Kisten. Na, das ist schon ein schöner Moment für uns, da, jetzt, ja. Ein gutes Dutzend Sicherheitspersonal sorgt für das reibungslose Abladen der Dickhäuter. Grenztierarzt Rudolf Müller prüft die Container und wirft auch einen ersten Blick ins Innere. Also die Ohren sind da. Ja. Die Ohren sind auf dieser Höhe. Ja, kurz durch die Gitter geschaut, um zu schauen, wo sie in der Kiste steht. Dass man ausbalanciert abladen kann. Später gelingt es ihm aber schon noch, einen genauen Blick auf die Tiere zu erhaschen, um zu sehen, ob sie gesund wirken. Jetzt sehe ich etwas. Also die Tiere sehen sehr gut aus und sie sind ruhig und es geht ihnen gut. Sie sind auch zweig, so wie es aussieht. Nach der Kontrolle geht es nun auch für die Nashörner auf den LKW Richtung Zoo. Bei Giraffe Jahi gibt es auf halber Strecke zwischen Basel und Zürich nochmals eine Pause. Es wird die letzte sein, bevor die Giraffe nach rund anderthalb Tagen Fahrt im Zoo ankommt. Und im Gegensatz zu den Fahrern hat sie nie geschlafen. Giraffen schlafen grundsätzlich nur ungefähr 20 Minuten pro Tag. So schützen sie sich in Afrika vor Raubtierangriffen. Während der Fahrt schlafen sie so gut wie nie. In den Zoos, vor allem die Jungen, legen sich nur kurz hin, nur für 1,5 Minuten. Das genügt ihnen für die nächsten 3 Stunden. Transporteur Davy Smith will sehen, wie es Jahi geht. Wenn sie frisst, wäre das ein gutes Zeichen. Gut so. Oh, das ist lecker. Now she's eating. Jetzt frisst sie. Und wenn ein Tier frisst, ist das immer ein gutes Zeichen. Wenn Tiere nicht fressen, sind sie gestresst oder krank. Ihr geht es super. Ich bin sehr zufrieden mit ihr. Die letzten Kilometer. Und dann ist es soweit. Der holländische Anhänger erreicht endlich den Zoo Zürich.
Die Zootierpfleger freuen sich schon auf ihre neue Bewohnerin. Trotzdem ist Nervosität in der Luft. Ihnen ist alles bereit, ja. Es kann eigentlich vieles passieren, dass irgendwie stolpert beim Aussteigen, dass sie nicht laufen will. Das sehen wir dann. Das schauen wir jetzt und hoffen das Beste. Die Tür des Anhängers wird geöffnet. Und nach kurzem Zögern betritt Giraffe Jahi ihre neue Unterkunft im Zürcher Zoo. Und trifft auf ihre neue Kollegin Malou, die vor einem Tag angekommen ist. Auch die Nashörner treffen Container für Container nach und nach ein. Für alle Tiere gilt ab jetzt eine 30-tägige Quarantäne in diesen kargen Räumen. Warum das so ist und wie so eine Quarantäne abläuft, dazu später mehr. Ich bin unterwegs in der echten Lewa-Savanne in Kenia. Es kommt mir vor wie die purste Wildnis. Und je länger ich mit Ian Craig, dem Gründer des Reservats, unterwegs bin, desto mehr frage ich mich, wie soll man dem auch nur im geringsten gerecht werden, in einem Zoo? Was meint euch Ian Craig dazu? Wir flüstern, zum Tier nicht zu verscheuchen. Is it possible in a way? Ist es überhaupt möglich, so einen Lebensraum auch nur ansatzweise nachzubauen in einem Zoo? Ein Zoo hat eine andere Aufgabe. Es darf nicht darum gehen, dies hier einfach zu kopieren, sondern darum, die Leute zu informieren, aufzuklären. Allen eine Chance zu geben, das zu erleben, die nicht die Möglichkeit haben, hierher zu reisen. Wissen Sie, auch Lewa ist auf eine Art und Weise ein Zoo. Es ist ein eingezäunter Lebensraum für wilde Tiere. Es ist einfach viel größer als in Zürich. Ja, wirklich sehr viel grösser. Aber in dem Fall eben doch nicht ganz so pure Wildnis, wie es der Eindruck macht. Warum nicht? Das erfahre ich bei unserer nächsten Station. Wir fahren zur Grenze vom Lewa-Schutzgebiet. Hier sieht man den Haag, der das Gebiet auf 140 km umzäunt. Ganz eingeschlossen sind die Tiere aber nicht, zumindest nicht alle. Ian Craig führt mich zu einem von zwei ausgeklügelten Durchgängen, wo die Tiere im benachbarten Gebiet ziehen können. Alle, außer die Nashörner. Wegen diesen losen Steinen kommen sie nicht durch. Wieso überhaupt so ein Haag? Das Nashorn, das wir beispielsweise heute Morgen gesehen haben, hat einen Wert von ungefähr 300.000, 400.000 Dollar. Darum müssen wir diese Tiere schützen, indem wir sie einzäunen. Stünde hier kein Zaun, wären diese Tiere überall in ganz Kenia verteilt. Der Zaun ist nur dafür da, dass die Tiere innerhalb unseres Gebietes bleiben. Nur hier dürfen und können wir sie vor Wilderen schützen. Das verstehe ich ja, aber schränken Sie so nicht die natürliche Wanderung ein, von den Elefanten oder den Nashörnern? Ja, wir schränken tatsächlich ihren Bewegungshorizont ein. Früher war das nicht so, aber die Welt verändert sich. Die Bevölkerung wächst, der Hunger nach landwirtschaftlichen Produkten wächst und hat Priorität vor allem anderen. Unsere Botschaft ist, dass die Erhaltung der Wildtiere auch für das Wohlergehen der Menschen eine wichtige Rolle spielt. Während die Wildnis zum Tier zu schützen also immer mehr zu einem riesengroßen Zoo wird, bemüht sich der Zoo, die Wildnis so gut wie möglich zu kopieren. In den letzten Monaten hat die Savannenlandschaft auf dem Zürichberg Form angenommen. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren. Verantwortlich dafür ist der Zoo-Architekt Urs Baumgartner. Er hat das Projekt vor 5 Jahren übernommen.
Also spätestens da muss ich merken, dass ich in Afrika bin. Da sehe ich das erste Mal die ganze Weite mit den Offenbrotbäumen, mit den Schirmbäumen, mit den Abbruchkanten. Im Hintergrund da rechts sehen wir die Kopienfelslandschaft. Da sehe ich die ganze Weite, wenn ich bis in den Wald raus schauen kann, obwohl eigentlich der Zooteil schon viel früher aufhört. Aber ich habe hier eigentlich eine optische Vergrößerung geschaffen. Im Archiv des Zürcher Architekturbüros Fetsch und Partner, wo Urs Baumgartner Partner ist, sind alle Pläne aufbewahrt. Die Savanne des Zoos Zürich wurde von langer Hand geplant. Baumgartner zeigt uns den allerersten Plan. Wo der Alex Rübel 1991 in den Zoo kam, hatte er klare Visionen. Aus dem heraus ist dann im 1992-1993 ein Masterplan entstanden. Und schon da sehen wir eigentlich die Savannenanlage, wie sie damals schon geplant war, im untersten Teil des Zoos, mit den Tierhäusern am Waldrand oben und der Kopienfelslandschaft, wo man hier sehen, das Wasserloch plus minus an diesem Ort. Also sehr erstaunlich, dass man damals schon klare Vorstellungen hatte, wie es am Schluss umgesetzt wird. Als Landschaftsarchitekt hat Urs Baumgartner klare Vorstellungen, wie die Savanne am Schluss aussehen soll. Aber sie muss auch nachhaltig und tiergerecht sein. In einer Zooanlage ist es natürlich so, ich habe immer sehr viele Tiere auf kleinem Raum. Auch wenn die Leva-Savanne ja mit 56'000 Quadratmetern riesig ist für eine Zooanlage. Und trotzdem wird es eine Kunst sein, dass wir es hier schaffen, dass wir am Schluss eine grüne oder eine braune Vegetation haben. Und dass am Schluss die Tiere nicht schneller sind wie die Pflanzen und alles abfressen, sondern dass die Pflanzen eine Chance haben, das Gras, dass das nachwachsen kann. In der Zürcher Gärtnerei Lüscher gedeiht die Vegetation für die Zoosavanne. Über 80'000 Gräsersetzlinge produzieren die Gärtner hier für die neue Zooanlage. Es sind verschiedene Gräserarten, die sich in der Gattung, den Blütezeiten und anderen Eigenschaften unterscheiden. Zwei Arten gefallen Gärtner Lüscher besonders. Wir sehen hier ein Miscanthus gracillimus, das ist ein Chinaschilf. Nebendran sehen wir den Atlasschwingel. Das ist ein Gras, das heimisch ist auf dem Kontinent, in Afrika selber, ist aber eher im Atlasgebirge, wie es der Name so sagt, beheimatet. Und tut dort an und für sich so ein bisschen felsige Gegenden besiedeln. Und bei uns problemlos Winterherd. Also das ist dem Gras eigentlich egal, ob es bei uns steht oder in Afrika. Und wirkt sehr schön, auch in der Fläche. Und gibt so ein das ruhige, das gräserartige Bild, das man sieht jetzt auch hier. Mir persönlich gefällt das extrem gut, wenn es im Wind spielt, die Gräser selber. Es strahlt eine gewisse Ruhe aus und Weite auch sofort. Nebst der Gräserproduktion züchten Urs Lüscher und sein Team in der hauseigenen Baumschule seit Jahren die für eine Savanne typischen Schirmbäume für den Zoo. Eine Baumart hat sich als besonders geeignet erwiesen. Die Scheinakazie. Wir haben dann von der Form her was würde sich eignen und haben auch geschaut, dass wir dann, ja, über einen Zeitraum von 7-8 Jahren die Wuchshöhe überkommen. Also dass wir eigentlich die Stammhöhe haben von 6 Metern, dass auch der Giraffe mit seiner Zunge nicht an den Test kommt und dann die Bäume können entsprechend beschädigen. Zurück auf der Zoobaustelle. Noch bevor sich Gärtner Lüscher überhaupt Gedanken machen konnte, welche Gräser oder Bäume sich eignen würden, hatte Urs Baumgartner eine andere Herausforderung zu meistern. Der spezielle Bodenaufbau. Der Boden ist eine der grössten Herausforderungen überhaupt in diesem Projekt. Das würde man nicht denken. Aber der Boden muss sehr wüchsig sein. Also das Gras muss wirklich da wachsen können. Er muss sehr drehfähig sein, dass das Wasser möglichst schnell abläuft, was darauf aufregnet, dass es nicht Pfützen gibt. Und er muss vor allem auch sehr stabil sein. Also darum, er muss gewisse Härte haben, dass die Tiere drauf herumlaufen können. Es sollte aber auch einen Lastwagen drüber fahren oder irgendwie einen kleinen Pneulader zum Futter bringen etc. Nach langem Tüfteln kamen die Forscher auf das perfekte Gemisch und den richtigen Aufbau für den optimalen Bodenbelag. Bei den oberen Schichten wurde noch Vulkanerde beigemischt, was den Bodenbelag noch stabiler macht. Der ganze Bodenaufbau mit seinen Schichten ist ungefähr 1 Meter hoch.
schon wahrscheinlich in die andere Seite. Zwei Monate später treffen Landschaftsarchitekt und Gärtner aufeinander. Das Werk ist fast vollbracht. Der letzte von 70 Schirmbäumen wird eingepflanzt. Die Höhe behalten. Tipptopp. So ist gut. Du kannst langsam weiter absenken und die Position behalten. Die Savanne ist bald bezugsbereit für die neuen Bewohner. Auf unserer Pirschfahrt zu Kenia sind wir bei einem Wasserloch. Das sind quasi Beizen der Wildtiere. Ein Treff von den verschiedensten Arten, die, sagen wir, auf einen Drink ans Wasserloch spazieren. Wir sehen hier drei verschiedene Arten. Was denken Sie, kommunizieren die auf eine Art miteinander? Zebra mit der Giraffe oder vielleicht das Nashorn mit der Giraffe? Ich glaube nicht, dass Tiere wirklich miteinander sprechen. Aber sie sind stark miteinander verbunden. Und wenn so verschiedene Tiere eine Gruppe bilden, haben sie gemeinsam mehr Augen und Ohren. Und das auf unterschiedlichen Höhen, bis hoch zu den Giraffen. So sind sie sicherer. Das gibt eine Art Verbundenheit. Er entdeckt dann gerade auch ein Beispiel. Ein Vogel, der Madenhacker, der das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Tieren gut illustriert. Das sind Madenhacker. Die machen krr, krr. Sehen Sie die Vögel auf dem Rücken des Nashorns? Sie heißen Madenhacker. Sie machen einen speziellen Ruf. Das hast du gerade gehört. Das ist ein Alarmsignal. Würde ich jetzt aus dem Auto aussteigen, würden die Vögel einen langen Laut von sich geben. Ertönt dieser Ruf, wissen alle Wildtiere, dass ein Mensch in der Nähe ist. Es ist also wirklich eine Art Kommunikation zwischen den verschiedenen Spezies. Ja, genau. Tiere interagieren miteinander, haben so etwas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Das hat stark damit zu tun, dass sie sicher erleben, wenn sie zusammenspannen. Aber wie sieht das im Zoo aus, wo Tiere, zusammengewürfelt aus verschiedenen Zoos, plötzlich in einer neuen Umgebung zusammenleben sollen? Jedes Tier, das im Zoo Zürich ankommt, muss zuerst 30 Tage in die Quarantäne, abgeschottet von anderen Tierarten und der Umwelt. In diesem Quarantänehaus herrschen auch schon vor Corona strenge Regeln und Hygienevorschriften, damit keine Krankheiten oder Schädlinge eingeschleppt werden. Die beiden Tierpfleger Sven Fessler und Jonas Haller sind für das Wohl der Nashörner verantwortlich. Für diese Tiere gelten besondere Auflagen, denn alle vier kommen aus einem Zoo in Israel. Für Tiere von außerhalb Europas gelten speziell strenge Quarantäneregeln. So, genau. Wir sehen jetzt gerade hier einen grossen Teil Quarantäne. Wir haben Futter eingelagert, alles vorher, das sollte von Vögeln befreit sein. Monat. Wir haben Mäuse sicher. Plus sehen wir halt hier wirklich jeden Spalt, alles ist abgeklebt. Es sind grosse Auflagen, wir müssen natürlich viele Tests machen in dieser Zeit. Das sind eben von Kotproben, über Urinproben, Blut nehmen. Und wenn das alles abstatten ist, wenn wir das alles eingeschickt haben und alles negativ überfunden haben, heisst das, wir können Quarantäne abräumen. Bis dahin ist aber absolut tabu für alle anderen, der Zutritt. Hygiene und Sauberkeit sind in dieser Zeit das oberste Gebot. Alle Ausscheidungen der Tiere werden sicherheitshalber aufbewahrt und separat verbrannt. Die Nashörner werden darauf trainiert, auf ihre Namen zu hören. Gehorchen sie, werden sie belohnt mit Leckerli oder Luzerne, einer getrockneten Kleeart mit hohem Eiweißgehalt. Rami wird so auf die Waage gelockt. Der Gewichtsverlauf ist ein wichtiges Indiz dafür, wie es ihm geht. 1072 Kilo.
wenn wir ihn anschauen, ist er natürlich ein halbstarker, ein Teenie. Und bei uns vielleicht Zeit im Umgang. Und das braucht noch etwas, dass der mal greifen, dass wirklich dann hormonell ein grosser, ausgewachsener Bullen ist. Ein ausgewachsener Bulle kann doppelt so groß, bis zu 3 Tonnen schwer werden. Hallo, da ist Talatini und Tamda. Wunderbar. Mit Geduld und Ruhe gewinnen die beiden Nashornpfleger nach und nach das Vertrauen der Tiere. Sehen wir da, der Tamda, ihr Auge ist natürlich ein bisschen geschwollen. Das ist natürlich nicht das, was ein Nashorn haben sollte. Das Nashorn sieht sonst schon nicht so gut. Das Auge ist da im vollen Takt. Sie lebt schon das Leben lang mit dem. Von dem her, das ist nicht der von heute oder gestern. Und ist sich auch gewöhnt an die ganze Behandlung. Dann jetzt sich anfuttern. Genau. Ja. Genau, einmal das Auge ein bisschen spülen. Genau, sieht jetzt alles ein brutaler aus. Sie ist sich aber das recht gewöhnt. Wir tun da mit der Flüssigkeit das Auge raus. Genau, gehen da mal rein, das Auge ganz auswaschen. Das machen wir einmal am Tag. Dann das behandeln. Und das sieht soweit gut aus. Genau. Oh, Meite, aufstehen. Jawohl. Schauen, Meite. 30 Tage Quarantäne. Eine lange Zeit, sowohl für die Tierpfleger als auch für die Tiere. Aber auch das geht vorbei. Alle Tiere, die in die Savanne kommen, haben die Quarantäne erfolgreich überstanden. Nach und nach werden die Tiere nun an größere Gehege und immer mehr Auslauf gewöhnt. Es kommt zusammen, was zusammen gehört. Zoologe Robert Zink ist Teil des Teams, das die Savannenanlage hinter den Kulissen bereit macht für die Besucher. Dazu gehört die Zusammenführung der einzelnen Tierarten. Nicht alle Tiere sind gleich weit. So brauchen die Giraffen ein bisschen länger als alle anderen, bis sie sich ganz nach draußen wagen. Die Säbelantilopen und die Grevy-Zebras genießen schon länger die frische Luft auf dem Vorhof. Im Moment werden sie auf einen bestimmten Ton getrimmt, auf den sie reagieren müssen. Und man ist dran, die einzelnen Arten mit einem speziellen akustischen Signal zu konditionieren, damit sie wissen, das ist jetzt mein Signal, wir sind dran, dass man sie möglichst gestaffelt in den Stall reinnehmen kann. Und jetzt die Säbelantilopen und Grevy-Zebra sind also miteinander unterwegs. Da wird es eine Sortiererei geben im Hintergrund, aber mindestens im ersten Teil funktioniert beides noch miteinander. Die Nashörner selber, die werden dann mit Namen gerufen und eingeladen, heimzukommen. Die 4 Breitmaulnashörner fühlen sich in der Zürcher Savanne mittlerweile pudelwohl. Sie haben sich an den Auslauf und aneinander gewöhnt. Der Lockruf scheint die Nashörner heute überhaupt nicht zu interessieren. Aber die haben irgendwas. Was die Kasperle dort? Was die beiden Jüngeren sind da miteinander beschäftigt. 40 Minuten später bewegen sie sich doch noch Richtung Stall. Also jetzt sind sie noch sehr verspielt unterwegs gewesen und sie haben sich da miteinander beschäftigt. Aber jetzt irgendwann mal haben sie doch gemerkt, dass es mehr Zeit zum Heim zu gehen und dann geht es relativ rassig. Man hat ja gesehen, im leichten Trab. Also die beiden Grossen sind rund 1500 Kilo schwer, also 1,5 Tonnen. Und mit einer Leichtigkeit trabt er das in den Stall zurück und dann ist das auch vorbei. Es ist ein bisschen länger gegangen als normal, aber das denkt erklärbar mit der sozialen Beschäftigung, die sie hatten. Jedes Tier in seinem eigenen Tempo. In Kenia im Wildlife Conservancy wird es langsam Abend. Darum fahren wir an einen Ort, wo wir neben kitschig schönem Sonnenuntergang einen fantastischen Weitblick haben. If I looked at that landscape, wenn ich die Landschaft sehe, dann ist es einfach nur wundervoll. Is it possible to get ist es denn möglich, nur ein bisschen von dem auf Zürich zu bringen? The Leva Savannah in Zürich?
Wir sprachen vom Geist der Lehrer. Und einen Geist kann man nicht einfangen. Der muss entstehen. Er kommt aus der Seele, aus der Erde. Der Geist ist die Leidenschaft, die in den Menschen steckt, die für die Natur alles geben. So bin ich mir sicher, dass es auch im Zoo Zürich einen Geist gibt. Wie hier in Lever. Sie werden die Lever-Savanne in Zürich zur Eröffnung besuchen. Was erwartet Sie? Ich hoffe, dass ich afrikanische Tiere sehe. So wie wir sie jetzt gerade in Lever gesehen haben. Tiere, die auf ihrem Stück Boden in der Schweiz zusammenleben und so auf ihre Weise glücklich sein können. Auch in ihrer Rolle als Botschafter für ihre Artgenossen in Afrika. The other animals and species in Africa. Von der wunderbaren Wildnis zu Afrika, jetzt zu deren in Zürich, wo ich wieder mit dem Zoodirektor Alex Rübel unterwegs bin. Dass die Nashörner draussen sind, hat er auch noch nicht häufig gesehen. Ich bin gespannt, was er 30 Jahre nach seiner Vision denkt. Ich war ja auch in der richtigen Lewa-Savanne, quasi im Vorbild. Was glauben Sie denn, wie fest ist es Ihnen tatsächlich gelungen, dass man das Afrika auf Zürich holt? Ja, es ist natürlich, ein Zoo ist nie Wildnis, aber ich glaube, gewisse Charaktereigenschaften, die diese Savanne hat, die haben wir hier integrieren können. Die Landschaft, die so ein bisschen in die Weite geht. Es gibt den Eindruck, und die ersten Leute, die da waren, haben gesagt, doch, da haben das eigentlich recht gut getroffen. Die Person, die das wohl am besten beurteilen kann, ist Ian Craig. Eigentlich wäre er ja heute für die Eröffnung der Lewa-Savanne auf Zürich gekommen. Aber eben, eigentlich. Das Coronavirus hat das verunmöglicht. Darum rufe ich ihm jetzt per Skype an. Hallo Ian, hören Sie mich? Guten Morgen, Tobias, ich höre dich. Guten Morgen, wie geht's Ihnen? Es geht uns allen gut. Die Regenzeit bringt Wasser. Alle sind gesund und glücklich. Hallo Ian. You can see him. Alex is here. Alex Rübel ist auch da. Ich kann Alex sehen. Great. To see you. To hear you. Die Mitarbeitenden vom Zoo haben ein Video für Ian Craig gemacht. Mit ersten Impressionen. So hat er zumindest schon mal einen virtuellen Rundgang durch die Zürcher Lewa-Savanne machen können. So tell me, what are you? Was sind Ihre ersten Eindrücke? It's a lovely thing to see. See those, es ist wunderschön zu sehen, wie die Nashörner das Wasser genießen. Es ist eine offene, weite Landschaft, so wie ich es erwartet habe. Auch der Flugplatz und die Schule sind sehr gelungen. Es sieht wirklich sehr schön aus. Wie hier in Lewa. So Ian, thank you. Danke vielmals, Ian, und ich hoffe, Sie werden bald für einen richtigen Besuch hier in die Lewa-Savanne auf Zürich kommen können. In Zürich. Thank you, Tobias. See you soon. Thank you. Bye. Mit dem ersten Feedback von Ian Craig, sind Sie zufrieden? Ja, wir arbeiten natürlich schon eine Weile zusammen, aber es ist für mich schon wichtig, oder, dass das, was wir hier machen, das soll ja letztlich den Wildtieren helfen in der Wildnis. Und das ist unser Ziel, das zu verbinden. Und die Zusammenarbeit hat das Ziel, langfristig Tiere in der Wildnis zu erhalten. Es ist jetzt nach fast 30 Jahren Ihr letztes grosses Projekt im Zoo. Wie fühlen Sie sich im Moment? Ja, im Moment bin ich eigentlich sehr froh und ist toll, dass ich das auch machen konnte, dass das jetzt realisiert ist. Auch wenn jetzt sich die Eröffnung mir etwas anders vorgestellt hätte. Das kommt gut, auch wenn das jetzt noch etwas warten muss. Danke vielmals, Alex Rübel. Ich habe in dieser Sendung einen starken Kontrast erlebt zwischen der Zürcher Zoolandschaft und kenianischer Wildnis. Es wäre sicher verfehlt, die beiden Lebensräume miteinander zu vergleichen. Es sind völlig unterschiedliche Welten. Und doch, vor allem etwas haben Lewa Kenia und Zürich gemeinsam. Hinter beiden Projekten stehen Menschen, die seit Jahrzehnten enorm leidenschaftlich und idealistisch arbeiten. Mit nur einem Ziel: das Wohl und der Schutz der Tiere. Und doch kann man fragen,
braucht es denn im Jahr 2020 überhaupt noch Zoos? Sollte man Tiere nicht einfach ganz in ihrem natürlichen Lebensraum lassen? Oder greift das zu kurz, weil Zootiere mehr denn je wichtige Botschafter sind, um uns Menschen für die Tierwelt im Speziellen und die Natur im Allgemeinen zu sensibilisieren? Wie denkt ihr darüber? Schreibt eure Meinung unten bei den Kommentaren. Und noch mehr von uns von SRF Einstein, das gibt es hier. Plus, nicht vergessen, falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, macht doch das und drückt auch die Glocke, weil dann werdet ihr immer informiert, wenn es etwas Neues von uns gibt. Einstein wurde Ihnen präsentiert von Toyota Hybrid.